Hallo zusammen, in diesem Video geht es nochmal um das Thema Brechung. Wir wollen aber nichts rechnen, wir wollen uns nochmal dieses Wasserglas hier anschauen. In dem Wasserglas steckt dieser Strohhalm und das habt ihr sicherlich schon unzählige Male beobachtet, dass dieser Strohhalm im Wasser so einen komischen Knick zu machen scheint. Hier an dieser Stelle, da scheint er irgendwie abzuknicken. Und das hat was mit der Brechung zu tun. Und wie die Brechung das macht, das wollen wir mal herausfinden. Als erstes können wir uns mal dieses Wasserglas hier aufzeichnen. Das habe ich ihn vereinfacht. Hier haben wir die Ränder des Glases, so den Boden in das Glas. Dann wollen wir mal das Wasser in das Glas einfüllen. Sagen wir mal, das ist bis hier mit Wasser gefüllt. So, das ist unser Wasser. Und jetzt müssen wir den Strohhalm noch reinstecken. Ich zeige dir erstmal den Strohhalm genauso ein, wie er tatsächlich drin steht. Sagen wir mal, der steht so drin, da oben ist dieser Knick, der uns jetzt auch nicht weiter interessieren soll. Wo wir darauf achten ist, was passiert hier an der Grenzfläche mit dem Wasser. Wenn ihr euch an das letzte Video erinnert, da haben wir ja schon davon gesprochen, dass das Wasser einen höheren Brechungsindex hat als die Luft. Das heißt, das Wasser ist dichter, das Licht bewegt sich da drin langsamer. Hier ist das Licht langsam. Langsam. Und hier bewegt sich das Licht schnell. Nehmen wir mal den Lichtstrahl, der hier von dem Ende des Strohhalms ausgeht, also von dem Punkt hier. Wenn dieser Lichtstrahl jetzt von dem langsamen Bereich in das Schnelle übergeht, also der geht hier hoch, kommt aus dem langsamen Bereich raus und geht in das Medium, wo er sich schneller bewegt. Nach welcher Seite wird der gebrochen? Denken wir nochmal an das Bild mit dem Auto. Stellt euch vor, hier ist dieser schlammige Bereich, hier ist die glatte Asphaltstraße. Welches Rad kommt zuerst auf diese Straße? Nun, das ist das linke Vorderrad hier. In diesem Fall das linke Vorderrad. Und das führt dazu, dass sich das Auto also etwas hier nach rechts abgelenkt wird. Das heißt, dieser Strahl wird stärker nach rechts gehen. Also hier rüber wird er laufen. Und jetzt zeichnen wir hier noch so einen Strahl ein. Auch hier aus dem Ende einen zweiten Strahl. Sagen wir mal, der geht hier hin. Hier, so. Und der wird noch stärker gebrochen. Der könnte also dann so hier weglaufen. Hier drüber soll ein Beobachter stehen, genauso wie wir auf dem Foto hier auf das Glas runterschauen. Hier soll auch so ein Beobachter auf das Glas runterschauen. Da ist ein großes Auge. Das Auge soll auch groß genug sein, dass er wirklich dann diese Gruppe von Strahlen hier sehen kann. Und die große Frage ist dann, wie sieht der diesen Strohhalm, besonders wie sieht er das Ende dieses Strohhalms? Wo denkt er, dass das Ende dieses Strohhalms liegt? Nun ist es beim Menschen ja so, dass das Gehirn immer denkt, dass das Licht geradlinig fliegt. Das heißt, es wird vermuten, dass diese zwei Lichtstrahlen jetzt von einem Punkt ausgegangen sind, der in der Verlängerung dieser Strahlen liegt. Also, wenn wir jetzt diese zwei Strahlen mal verlängern, also der eine Strahl so verlängert und der andere Strahl so, dann wird das Gehirn denken, aha, hier von dem Punkt, wo sich die beiden Strahlen treffen, da muss dieser Strahl losgeflogen sein. Das Gehirn kriegt ja diesen Knick überhaupt nicht mit. Also der Beobachter sieht den Endpunkt des Strohhalms tatsächlich hier oben. Und er sieht natürlich auch die anderen Punkte des Strohhalms hier auf einer Linie zwischen diesem Endpunkt und dem Eintritt des Strohhalms hier in die Wasserfläche. Also wenn wir das jetzt diese Übung hier für diesen Punkt hier auch machen würden, dann würden wir sehen, dass der Punkt, den der Beobachter annimmt, wo sich diese divergierenden Strahlen hier treffen würden, der wäre ungefähr hier. Also wir könnten sozusagen hier dieses vermeintliche Bild des Strohhalms können wir hier einmalen. So würde der Beobachter den Strohhalm sehen und das ist genau der Knick, den wir hier auch auf dem Foto erkennen. Also das alles lässt sich wunderbar mit der Brechung erklären. Und auch mit der Tatsache, dass das Wasser einfach einen höheren Brechungsindex hat als die umgebende Luft. Ja, das einfach mal als Illustration zur Brechung und im nächsten Video werden wir dann wieder mal ein bisschen mehr rechnen.